Hi und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 10. Heute basteln wir zusammen einen Engel. Dafür benötigen wir eine Schere, ein Blatt Papier, einen Klebestift und einen Stift. Auf unser Feld malen wir 5 Felder. Ein großes, 2 kleine und 2 sehr kleine. Diese schneiden wir mit der Schere aus. Jetzt falten wir unser großes Stück zu einem Fächer. Einmal hier auf der anderen Seite und das machen wir jetzt bis zum Ende. Jetzt erhalten wir so ein Papier und das machen wir nochmal mit unserem kleinen Stückchen. Dieses Papierstück halbieren wir hier in 2 Hälften. Dann erhalten wir 2 Papierstückchen. Auf die rosane Seite macht ihr jetzt Kleber drauf. Dieses Stückchen mit dem Kleber kleben wir jetzt hier auf den Engel so hin, damit sich die beiden rosanen Seiten berühren. Unsere 2 kleinen Fächer halbieren wir einmal in der Mitte und erhalten so eins und das kleben wir jetzt hier auf die rosanen Seiten drauf. Und damit unsere Fächer nicht wieder aufgehen, machen wir nochmal die Innenseitenkleber drauf. Jetzt erhalten wir schon so einen Engel und jetzt fehlt unserem Engel nur noch ein Kopf. Deshalb machen wir jetzt auf dem Papier 2 Kreise, schneiden die auf. Jetzt habe ich 2 Kreise und darauf male ich jetzt noch ein Gesicht drauf. Und jetzt kleben wir das Gesicht hier oben drauf, auf beiden Seiten jeweils. Wenn ihr es geschafft habt, so einen Engel nachzubasteln, dann hackt das gerne auf eurer Laufkarte ab und viel Spaß beim Nachbasteln.